Hey Leute, hier ist mal wieder euer Dragon Ray und heute zeige ich euch diesen tollen Glitch, wie man hier unendlich Geld in Call of Duty wie ihr hier unendlich Geld in GTA Online machen wollt. Ich war jetzt gerade wieder voll vertieft in Call of Duty, keine Ahnung, Scheißspiel, was weiß ich, wie auch immer. Dann macht ihr hier als erstes einfach euren eigene Lobby oder Server, wie auch immer man es nennen mag, dass es halt auf eingeladen ist. Wisst ihr schon, wie das geht? Ich habe es ja gerade eben schon gezeigt, wie das funktioniert. Das wird aber jeder wissen, wo GTA spielt. Außer die Anfänger halt, dazu wird, denke ich mal, keiner zu blöd sein. Dann geht ihr hier in eure Garage. Ich habe nämlich hier den Adder genommen. Also ist mein Auto, der Adder. Kostet 1 Million. Und, der bringt halt am meisten Geld. Es muss nicht der Adder sein, es ist halt irgendein Auto, muss es halt sein, wo viel Geld bringt. Ich habe den Adder genommen, weil es halt am meisten bringt von den ganzen Autos hier, wo ich hier habe. So, dann steigt ihr einfach in euer Auto ein, wo ihr nach Wunsch oder nach Wahl haben wollt. Also ich habe mal einen Sportwagen, sollte man halt schon nehmen. Ist egal welchen. Wie gesagt, der Adder ist der Beste, bringt am meisten Geld. Und damit kann man sich wirklich in 20 Sekunden 200.000 glitchen. Oder Spielfehler ausnutzen, wie ich es noch so gerne nennen will. dann fahrt ihr einfach zur nächsten Tuning-Werkstatt, wo bei euch in der Nähe ist. Dann könnt ihr mal gut sehen, wie ich hier Auto fahren kann. Das ist was ganz Wunderbares. Und ich habe den halt voll aufgetunt, deswegen kriege ich mit dem Wagen 212.000 pro Verkauf und das alle 20 Sekunden. Und so, als nächstes müsst ihr euer Auto hier jetzt vor Los Santos Customs, also Tuning-Werkstatt, hier einfach parken. Dann geht ihr auf die Starttaste, geht auf Online, dann Optionen und dann Spawnort. Da tut ihr anstatt Immobilie, tut ihr einfach da, wie heißt ich sehe es nicht, Leute, letzter Standort. Dann tut ihr euch mit eurem Profil abmelden, einfach Home, also Xbox-Button. Dann X, dann tut ihr abmelden, dann tut ihr ein neues Profil erstellen. Einfach dann nochmal Home-Button drücken. Braucht keinen besonderen Namen, könnt ihr nachher löschen. Ist scheißegal. Und dann lädt es, das Laden habe ich übersprungen hier. Das, deswegen geht das auch so schnell, logischerweise. Weil ich habe einfach nur eine extrem schnelle Xbox. So, dann tut ihr wieder euer Profil, wo ihr gerade erstellt habt, abmelden und wieder euer Originalprofil anmelden. So, wenn ihr das gemacht habt, lassen wir das mal kurz erstmal laden, bis es hier fertig ist. So, bin ich mal kurz, halte ich mal kurz die Schnauze. So, dann hat die Scheiße hier zu Ende geladen. Dann kommt wieder das Story-Tracks-Dingens da. Dann drückt ihr einfach nochmal Start. Ich lasse mal kurz hier. Genau, ein bisschen laden. Start, nochmal eine eigene Lobby erstellen hier in GTA Online, dass ihr allein auf dem Server seid, wo ihr nur eingeladen reinkommt. Dass sich ja wirklich keiner nerven kann hier auf, wenn ihr einen Glitch hier gerade macht. Weil das kann echt nervig sein, wenn euch schon einer zu dir geht. Müsst ihr nochmal halt alles von vorne machen. Das wäre halt schon ein bisschen nervig, nochmal von vorne anzufangen. Ja, dann lauft ihr wieder aus eurem Haus raus. Geht halt wieder in eure Garage rein, holt wieder den Adder, geht wieder zur Tuning-Werkstatt. So, wenn ich das mache, halte ich mal wieder kurz die Schnauze. Giving up, I will not beg you to come back. Just leave, and I will say, where? So, genau, jetzt habe ich mein Adder hier wieder abgestellt, wo ich ihn auch vorhin abgestellt habe. Ist egal, ob es ein bisschen weiter vorne oder hinten ist. Dann steigt ihr einfach aus, holt euch irgendein beliebiges Auto, wo ich gerade vor der Schnauze rumfährt. Ist egal welches, ist wirklich egal.
Und zu Infos, geht auf euer Spiel, schon nicht verloren, wenn ihr den ganzen Kack hier macht. Weil es vorhin wieder von vorne angefangen hat. Ist scheißegal. Dann fahrt ihr mit dem scheiß beliebigen Auto in die Werkstatt hier rein. Und müsst dann auch nicht reparieren, müsst dann nichts machen. Ihr müsst einmal auf Verkaufen drücken, aber nicht verkaufen. Vorher tut ihr als auf keinen Fall verkaufen. Nur einmal drauf drücken, dass der Preis angezeigt wird. Mehr nicht. Dann geht ihr auf den Start Xbox Store, habt ihr ja gerade schon gesehen, dann geht ihr wieder raus. Dann spawnt ihr wieder in der Werkstatt. Das gleiche macht ihr jetzt nochmal, aber nicht auf Verkaufen drücken, einfach wieder sofort wieder Start und Xbox Store. Das geht nicht auf Zeit, ihr müsst euch da nicht beeilen, keine Hektik. Ihr könnt euch da wirklich Zeit lassen, auch später im Glitch könnt ihr euch wirklich richtig Zeit lassen. Ihr braucht da nicht schnell machen nach dem Verkaufen, das ist scheißegal. So, jetzt dürftet ihr eigentlich draußen spawnen gleich, nachdem ich hier wieder rausgegangen bin. Dann dürftet ihr wieder im Adder sitzen, je nachdem was ein Auto ihr halt gehabt habt, ich weiß es ja nicht. Irgendein Zeug. In eurem Sportwagen, denke ich jetzt mal. Wenn ihr da jetzt wieder drin sitzt, nachdem die ganze Kacke hier nicht mal geladen hat, fahrt ihr wieder die in die Werkstatt rein. So, wenn ihr da drin seid, dann verkauft ihr euren Wagen einfach, oder könnt ihr einfach die ganze Zeit verkaufen. Und könnt ihr 10 verkaufen. Geht wieder auf euren Xbox Store Dingens. Und es geht wieder raus, rein, raus, rein. Noch die ganze Zeit, das wiederholt ihr immer wieder, und das könnt ihr die ganze Zeit machen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.